Ich verstecke 10 Euro unter Yum-Yums. Yum-Yum isst heute keiner mehr, oder? Bevor ich morgen nachschaue, suche ich noch mehr Verstecke. Wo denn zum Beispiel? Im Kühlschrank lieber nicht. Gucken wir in einem anderen Gang. Hierhin komme ich später zurück. Tiefkühlfach lieber nicht. Wie wär's mit etwas Scharfem? 5 Euro hinter die Sweet Chili Soße. Das wird bestimmt nicht gekauft. Jetzt mache ich mich auf den Weg zum 20 Euro Schein. Die kenne ich aus Serien. Und da ich wieder auffalle, brauche ich einen Alibi-Kauf. Das sollte passen. Ich weiß, wo ich es verstecke. Unter den schärfsten Nudeln. Die müssten irgendwo in diesem Gang sein. Und gefunden. 20 Euro kommen hier drunter. Dann ist was Gruseliges passiert vorm Laden. Ein Mann hat mich angeguckt und das wiederholt. Oh mein Gott. Ich habe ihn zuvor noch nie gesehen. Ich dachte, der Typ redet mit seinem Sohn. Der Wagen ist einfach leer und er telefoniert nicht. Kommen wir jetzt zum nächsten Tag. Ich bin echt gespannt, ob mein Geld noch da ist. Wir starten mit dem 5-Euro-Schein. Und der ist echt noch da. Gehen wir weiter zum nächsten Schein. Irgendwo in der Richtung sollte der 10er sein. Ich habe die Yum-Yums gefunden. Doch mein 10-Euro-Schein habe ich nicht gefunden. Auf zum 20-Euro-Schein. Oh, da guckt gerade jemand. Kommen wir langsam zum Finale. Wenn du Essen genauso liebst wie ich, jetzt kostenlos abonnieren. Das Geld ist weg.